Auftakt des 6. Boogie Woogie Festivals wurde die Kitzbüheler Innenstadt wieder in ein kleines New Orleans verwandelt. Auf 4 Bühnen in der Vorder- und Hinterstadt konnten die Besucher Musik der Extraklasse genießen. Christoph Steinbach, Clemens Vogler, Armin Koch und viele weitere Stars der Szene spielten in unterschiedlichen Besetzungen. Pause nützte ein junger Nachwuchsmusiker, um sein Können dem Publikum vorzustellen. Die Liebe zum Boogie hat auch ihn offensichtlich schon erwischt. Die Gruppe Rock'n'Roll Street aus Serbien versetzte das Publikum wieder in die gute alte Elvis-Zeit. Steinbach auf der Bühne steht, dann ist Armin Kuschler meistens auch nicht weit. Seit wann spielt ihr denn schon gemeinsam? Wir spielen ja 12, 13 Jahre zusammen. Und wenn Christoph ruft, bin ich da, das ist klar, weil es macht immer Spaß. Außerdem bringt er immer sehr interessante Leute mit, wie man am heutigen Abend sieht. Warum macht es so großen Spaß mit Christoph? Weil das meiste, was wir machen, kann man sagen, eigentlich fast alles ziemlich spontan ist. Armin, was bedeutet für dich Boogie Woogie? Boogie Woogie! Boogie Woogie ist eigentlich ein Lebensgefühl, muss ich sagen. Und Boogie Woogie ist halt noch echt Musik. Was wir machen, ist, kommt wirklich von uns raus. Ne? Und das finde ich ist immer noch wichtig in der Musik. Dieser Eröffnungsabend in beblueter New Orleans-Atmosphäre ist von Steinbachs Festival einfach nicht mehr wegzudenken. Und so wurde bis spät in die Nacht auf den Straßen gesungen, gespielt und getanzt. Die Stimmung war so einzigartig, dass man gespannt sein konnte, was die nächsten 2 Tage noch passieren würde. Was für einen Bezug habt ihr zu Boogie Woogie? Ich habe sehr viel Stoff in Steinbach. Das ist schon absolut super und für Kitzbüheler Riesenwerbung. Weißt du, Steinbach, das hört man immer wieder, der ist einzigartig. Warum ist er denn so einzigartig? Ja, erstens, weil er gut ist. Und er bringt halt einfach das Ganze von Kopf bis Zeh Bewegung und es passt einfach alles zusammen. Am 2. Tag des Festivals kam es zu einem weiteren Highlight: der Star Night im restlos ausverkauften Kitzbühel. Unter dem Motto Stars Playing Boogie Woogie sorgten Boogie Wolf Christoph Steinbach und Größen wie Mango Cherry, Vince Weber und Gail Anderson für ausgelassene Stimmung. I know they
die Stimmung heute im Kitzhof beim großen Boogie Woogie, Stars Playing Boogie Woogie? Ich finde, sie ist genial, sie ist mitreißend, sie ist einfach umwerfend. Steinbach Boogie Woogie Festival darf eine nicht fehlen, The Voice of the Groove. Gail Anderson, du bist ja schon seit Jahren immer wieder mit dem Christoph auf der Bühne. Wie geht's dir da dabei? Ja, es gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, das hat du gesehen heute Abend. Eigentlich, wir kennen uns sehr lange. Wir haben uns nicht getroffen. Ich war in Obendorf, habe ich in Obendorf gewohnt und der hat auch in Obendorf gewohnt. Habe ich immer von Christoph Steinbach gehört, aber habe gesagt, wer ist das? Und letztes Jahr sind wir endlich zusammengekommen. So. Wie war das, als ihr das erste Mal miteinander gespielt und gesungen habt? Ja, ich war sehr nervös, weil der ist sehr, sehr gut. Und das ist mein erstes Mal, dass ich Boogie-Woogie-Musik überhaupt singe. Also, normal singe ich Jazz, Pop, Soul, aber das war ein Erlebnis, so Boogie-Woogie zu spielen. Ja. Wie würdest du Boogie-Woogie beschreiben? Es ist Spaß. Man soll einfach Spaß haben. Man soll bewegen und klatschen und tanzen und einfach genießen. And Oklahoma City's looking that pretty. The sea of love. Oh, I got a new Mexico. Boogie Woogie Festival Kitzbühel ist in vollem Gange. Wie geht's dir jetzt? Wie ist die Stimmung? Ja, wir haben jetzt genau, ganz genau auf die Sekunde Halbzeit. Gestern war ich in der Stadt, heute sind wir Halbzeit im Kitzhof. Und bis jetzt läuft es so perfekt, wenn jetzt die nächsten eineinhalb Tage nicht so laufen werden, dann ist immer noch so der Schnitt okay. Also es ist wirklich, wir sind überwältigt. Also es macht riesen Spaß, tolle Stimmung. Wer ist denn mit dir hier auf der Bühne? Wir haben jetzt im ersten Set gehabt, man darf ja schon nicht mehr sagen, eine Lokallegende. Sie ist ja wirklich schon weit über die Grenzen raus, eine Legende. Gail Anderson ist jetzt im ersten Set aufgetreten und dann haben wir eben einen meiner Favoriten da gehabt heute, Vince Weber. Der hat den Boogie Woogie lokalfähig gemacht in die Anfang 70er Jahre in Europa, muss man sagen, nicht nur in Österreich und Deutschland. Und jetzt im zweiten Set geht es eben weiter mit unserem heutigen Stargast, Mango Cherry. Steinbach Boogie Woogie Festival, mittlerweile fest etabliert im Veranstaltungskalender von Kitzbühel. Wo wollt ihr noch hin mit dieser Veranstaltung? Ja, wo wollen wir noch hin? Das Ganze auf alle Fälle mal festigen jetzt, so wie wir es jetzt bis jetzt aufgebaut haben. Natürlich muss man sich überlegen, wo man auch mit den Künstlern in Zukunft noch eine gewisse Bereicherung findet oder ein gewisses Highlight findet. Aber
das soll auf alle Fälle so bleiben, wie es die letzten 6 Mal war. Wir wollen sicherlich das Ganze in demselben Rahmen noch durchführen, aber wir wollen sicherlich mit den Künstlern noch stärker werden. Wir hören es im Hintergrund, die Stimmung ist fantastisch. Gibt es denn das Highlight an diesem Boogie Woogie Festival Wochenende? Es ist jeder Tag sein Highlight für sich selbst. Also gestern mit diesem eher so ein bisschen am Anfang Regen und dann unbeständigem Wetter, doch eine tolle Stimmung, war fantastisch. Heute hier volles Haus, total begeisterte Gäste, es ist einfach super. Boogie Woogie wird immer wichtiger, wird immer beliebter in Kitzbühel. Wie viele neue Boogie Woogie Fans gibt es denn da Jahr für Jahr bei eurer Veranstaltung? Mittlerweile wissen wir schon, dass wir ca. 300, 400 Gäste alleine schon haben, die von Ungarn, Deutschland, Schweiz, aus Spanien, aus Frankreich, aus England anreisen. Und es ist eine richtige Szene geworden, die hier einfach uns über eine Mail schreiben und sagen, sie kommen wieder zum Boogie Festival. Unser Ziel ist es natürlich auch in der Saison, dem Ort und den Hoteliers einfach eine gewisse Belegung zu bringen. Und das wird es in Zukunft sein und wir arbeiten stark daran. Am Samstagabend lud Christoph Steinbach zum Grand Finale am Hornparkplatz. In wunderbarer Atmosphäre konnte das Publikum den Boogie Wolf und seine Musikkollegen noch einmal genießen. Aufgrund der großen Nachfrage kamen die Stars vom Vorabend noch einmal für eine Jam-Session auf die Bühne. Und viel Spaß heute Abend, es hat noch viel angesagt. Das Step-Duo Dear Step Dance zeigte dem faszinierten Publikum, was man mit seinen Füßen alles anstellen kann und ließen dabei Fred Astaire wieder aufleben. Michael, was ist denn das Besondere an dem Festival hier in Kitzbühel? Was macht Kitzbühel so anders? Ja, ich glaube, Kitzbühel, Hansi Hinterseher, Christoph Steinbach, die kenne ich halt. Das ist schon irgendwie so Tradition, würde ich sagen, also was Musik betrifft. Und der Christoph steht halt für die traditionelle Seite des Boogie Woogie und Blues. Traditionen muss man fortführen. Das Boogie Woogie Festival Kitzbühel, wo soll es noch hinkommen? Ja, ich meine, der Christoph macht das jetzt schon so lange und an Kitzbühel ist einfach so international und wirklich schon so berühmt geworden, dass auch für diese Musikrichtung, für den Boogie Woogie, das einfach sich auszahlt, nach Kitzbühel zu fahren. Thank you.
diesem fulminanten Show-Act fieberten alle dem musikalischen Höhepunkt zu. Tony Sheridan, eine wahre Musiklegende, der mit seinem britischen Charme und seiner Gitarrenkunst das Publikum zum Toben brachte. Das gesamte Festival war ein durchschlagender Erfolg und wie immer ein musikalisches Highlight. Man darf bereits gespannt sein, was sich die Organisatoren fürs nächste Jahr einfallen lassen, wenn es zum 7. Mal heißen wird: Boogie is in the Town.